Sehr geehrte Zuseherinnen, sehr geehrte Zuseher, im Namen des Klimavolksbegehrens möchte ich Sie ganz herzlich bei unserer Pressekonferenz begrüßen dürfen. Ich kläre noch ganz kurz die technischen Details. Sie sind jetzt während des Statements gemutet, können aber sehr gerne schon bereits im Chat Fragen stellen. Dazu würde ich Sie einfach bitten, Ihren Namen und das Medium anzugeben und auch an wen Sie die Frage stellen. Ich werde diese Fragen dann nach den Statements vorlesen. Selbstverständlich gibt es aber auch die Möglichkeit, dann selber danach mündlich Fragen zu stellen. Wir haben einen Bildschirm, wir könnten Sie dann sehen und wir würden uns über eine Diskussion sehr freuen. Weiter stehe ich natürlich für journalistische Anfragen jeglicher Art zur Verfügung. Und ich muss bedauerlicherweise die Teilnahme von Herrn Brettenthaler bei unserer Pressekonferenz, also er musste seine Teilnahme leider kurzfristig absagen. Wir bitten, das sehr zu entschuldigen. Und das war es schon von mir. Ich gebe jetzt das Wort weiter an Katharina Rugenhofer. Hallo, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass Sie von zu Hause, die Journalistinnen und Journalisten oder aus der Redaktion, zugeschaltet sind. Unsere Pressekonferenz dreht sich heute um das Thema Wege aus der Krise für Wirtschaft und Klima. Wir haben ja einen nicht so tollen Status in der Gegenwart. Wir sehen uns konfrontiert mit einer Rezession, mit Rekordarbeitslosigkeit, aber auch die Klimakrise, auch wenn über sie nicht so viel berichtet wird im Moment, schreitet stetig voran. Und das, obwohl Lösungen für die Klimakrise, für den Arbeitsmarkt, für die Wirtschaft sehr ähnlich ausschauen könnten. In einer Studie von Vivid Economics wird beziffert, dass Konjunkturpakete, die auf der Welt geschnürt werden und eben gegen die Corona-Krise für die Wirtschaft eingesetzt werden, nur zu 12% Benefits auch fürs Klima bringen. Das sind weniger als noch in der Finanzkrise 2008. Allerdings, wenn wir es richtig machen würden, würden Investitionen in den Klimaschutz auch Investitionen in den Arbeitsmarkt und die regionale Wertschöpfung bedeuten, wie wir heute hören werden. Am 9.3. wird der dritte Ausschusssitzungstermin des Klimavolksbegehrens stattfinden. Es haben sich bisher alle Parteien bis auf die FPÖ zu einem gemeinsamen Antrag bekannt. Das ist ein erster großer Schritt in Richtung Umsetzung unserer Forderungen. Ein Klimavolksbegehren findet ja nicht nur statt, weil wir viele Unterschriften sammeln wollen, sondern eben im besten Fall auch die Anliegen der Bevölkerung, die Anliegen der Wissenschaft an die Politik zu tragen. Das ist also ein erster guter und notwendiger Schritt in Richtung Schulterschluss. Klimapolitik und Maßnahmen zur Ökologisierung des Steuer- und Wirtschaftssystems werden allerdings nicht nur positive Effekte bringen, sondern werden auch von einer überwältigenden Mehrheit der österreichischen Bevölkerung befürwortet. Das haben wir unlängst in einer repräsentativen Umfrage herausgefunden, wo über 80% der Menschen von der Regierung einen verbindlichen Reduktionspfad für CO2 verlangen, aber auch 3/4 der Menschen eine CO2-Bepreisung und eine ökosoziale Steuerreform fordern. Doch trotz der Verankerung vieler dieser Punkte und vieler der wichtigen Forderungen im Regierungsprogramm herrscht derzeit Stillstand bei der Ausarbeitung des versprochenen Mehrparteienantrags. Wir sind also noch nicht so viel weitergekommen zu dem Schulterschluss, den es aber am 9.3. bräuchte. Berichten zufolge ist von nur wenig verbindlichen und allgemeinen Formulierungen in diesem Antrag die Rede. Allerdings, wenn Österreich zum Klimaschutz Vorreiter werden will, dann brauchen wir viel mehr als das. Klimaschutz muss jetzt so konkret wie möglich und verbindlich wie möglich festgeschrieben werden. In dem Antrag müssen die Forderungen des Klimavolksbegehrens wie eben ein verbindliches CO2-Budget, einen Reduktionspfad bis 2040, um 2040 klimaneutral zu werden, die Einrichtung eines Klimarechnungshofes oder einer ähnlichen wissenschaftlichen Kontrollinstanz, die Abschaffung klimaschädigender Subventionen sowie eben ein Gesamtpaket zur Ökologisierung des Steuersystems Berücksichtigung finden. Es soll also kein allgemeiner Antrag werden. Die Bedeutung von Klimaschutz ist allen klar, die in der Wissenschaft arbeiten, aber sie ist auch ein integraler Bestandteil jeder Zukunft
des förderlichen Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Und das werden wir heute in unserer Diskussion hören und auch mit Statements von Expertinnen und Experten unterstreichen können. Ich begrüße deswegen die Rednerinnen des heutigen Tags, abgesehen von mir, den Herr Professor Karl Eigenanger, er ist Wirtschaftsprofessor und Direktor des Policy Crossover Centers Vienna, Wolfgang Pointner, Ökonom und Experte für Green Finance, und Martina Brechtel-Grundnick, Geschäftsführerin des Dachverbandes für Erneuerbare Energien Österreich. Danke, dass Sie heute hier mit uns stehen und dieses wichtige Anliegen unterstreichen. Ich darf gleich das erste Wort für das Statement an Herrn Professor Karl Eiginger weitergeben. Danke. Danke sehr. Ja, wir befinden uns, wie die Katharina gesagt hat, in einer dramatischen Situation, wo es viele Probleme gibt, große Probleme gibt. Aber es ist auch eine Situation, eine großartige Chance zum Umdenken, neue Wege zu gehen. Weil wir gerade jetzt viel Geld haben, wir haben Chancen, etwas Neues zu machen und wir haben Zeit nachzudenken. Es ist quasi eine Wasserscheide, ob wir so weitergehen wie bisher oder ob wir etwas Neues wagen. Wir haben vier große Probleme. Wir haben das Arbeitsmarktproblem, hohe Arbeitslosigkeit. Wir haben das Gesundheitsproblem, brauche ich nicht viel dazu zu sagen. Wir haben einen Wirtschaftsrückgang und wir haben das Klimaproblem. Wenn wir diese Probleme lösen wollen, dann müssen wir sie zusammen lösen. Jede Maßnahme, die bei einem Projekt, bei einem Problem hilft, muss auch gleichzeitig bei den anderen helfen. Wenn wir das mit verschiedenen Maßnahmen machen, die einander widersprechen, geben wir nur das Geld aus, das wir noch nicht haben und erreichen in der Zukunft nichts. Es ist also, wie ich sagen möchte, ein magisches Viereck, wo wir eine radikal ehrgeizige Klimapolitik brauchen, eine andere Gesundheitspolitik, mehr Arbeitsplätze, auch in den entlegenen Regionen und erfolgreiche Firmen in einer dynamischen Wirtschaft mit etwas, was langfristig erfolgreich ist und nicht nur kurzfristig, und dazu gehört eine Position bei der Klimaneutralität. Wir müssen die Ziele gemeinsam machen. Klimapolitik ist auch Arbeitsmarktpolitik. Klimapolitik ist auch Sozialpolitik. Ist vielleicht auch nicht immer so klar, aber die Klimaverschlechterung trifft als erstes die sozial Schwächeren, weil sie in Wohnungen, Gegenden wohnen, wo es schwer ist, weil sie weniger Urlaub machen und hat auch mit der Gesundheit zu tun, weil sie weniger zum Arzt gehen und damit weniger präventive Maßnahmen treffen. Klimapolitik ist, das ist vielleicht ganz wichtig, auch Industriepolitik. Wenn wir eine Industrie in 20 Jahren haben wollen, dann muss das eine klimaneutrale Industrie sein. Wer das sagt, bei uns geht das nicht, der soll darüber nachdenken, wie es vielleicht doch geht. Ein Ölkonzern, der nur ein bisschen umstellt, etwas weniger und auch investiert ein bisschen in Gas und dann also vielleicht noch also eine Spende macht für die Betroffenen, für ein Land, das besonders betroffen ist, ist nicht die Lösung, sondern Klimaneutralität, andere Energie, umsteigen in erneuerbare Energie und in Energieeffizienz. Die positive Nachricht ist, dass der Vorreiter die Vorteile hat. Wer das als erstes macht, profitiert. Seine Wirtschaft profitiert, seine Beschäftigten profitiert. Seine Menschen profitieren, weil sie weniger krank sind. Es gibt heute mehr Klimatote als Straßentote. Und das ist noch ganz unterschätzt, was hier alles von den Lungenkrankheiten, die auch jetzt bei Covid tödlich oder sehr sind, auch auf vergangene Schäden zurückgeht. Der Vorreiter, die Vorteile in Gesundheit, bei Wirtschaft, Arbeitsplätze. Der Nachzüger trägt die Kosten. Alle Studien zeigen, der Vorreiter gewinnt sogar im guten alten Bruttoinlandsprodukt, das ja nicht unser Maß sein soll, aber es noch immer ist, auch da gewinnt der Vorreiter, weil er mehr produzieren kann, die neuen Produkte, weil mit seiner Technologie produziert wird, und der Nachzüger, der erlebt irgendwo die Katastrophe, zuerst an den Gebäuden, die verfallen, dann an den Menschen, die krank sind, das Gesundheitssystem, das er mitzahlen muss, und das alles mit fremder Technologie. Und er muss es dann auch ganz plötzlich machen. Wenn etwas passiert, muss er in kurzer Zeit eine Umstellung machen. Nicht durch Anreize, sondern durch Verbote. Wenn man es vorzeitig macht, kann man es mit Zielsetzungen machen.
und mit Richtlinien, wann was erreicht werden soll. Und die Einzelnen können sich aussuchen, wie sie diesem Ziel entsprechen im individuellen Verhalten bei den Investitionen. Wenn man zu spät kommt und plötzlich dann von einem Gerichtsurteil betroffen wird und sagt, Sie dürfen nächstes Jahr das und das nicht mehr verwenden, dann hat man das große Problem. Also die angenehme Situation ist der Vorreiter, hat die Vorteile und danach die Nachteile. Das ist die egoistische Sicht, aber auch die ist wichtig, weil viele ja aus egoistischen Gründen heute nichts tun und sagen, also später ein anderer soll es tun. Wie oft höre ich nach der Krise, jetzt schauen wir mal, dass die Krise vorbei ist und nachher schauen wir, wie das Umweltproblem zu lösen. Das geht auch in den Finanzsektor dann hinab bei den Investitionen und Ähnliches. Europa und Österreich spritzen mit dem Geld herum jetzt. Gott sei Dank, kostet es, was es wolle, ist der schöne Satz dazu. Wir können das Geld ausgeben. Aber wir müssen jede Zahlung mit einem Klimaziel und mit einem vielleicht auch einem Gesundheitsziel bekommen. Wenn MAN seine Fabrik in Österreich schließen will, Busse, dann muss man dazu sagen, bitte, ihr bekommt ein Geld, wenn ihr Busse mit einer nicht fossilen Technologie herstellt. Mit Wasserstoff oder mit Elektro, was hier halt immer als erstes wirkt. Wenn die ÖBB ein Geld braucht, weil die Westbahn so schlecht bezahlt ist und die Westbahn auch, dann muss sie ein Konzept vorlegen, wie sie die letzte Meile ökologisiert. Und die Leute, die am Bahnhof kommen, muss ein Elektrofahrrad bereitstehen. Oder ein Sammeltaxi, ein elektrisches, das die Leute die letzte Meile bringen. Das ist der Weg zur Bahn und der Weg von der Bahn ist entscheidender als die Geschwindigkeit der Bahn selber. Ich bin froh, wenn der Zug mit 180 durch die Gegend düst, aber weil ich dann schnell dort bin. Aber wenn ich dann eine Stunde zum Bahnhof brauche oder nachher, dann ist das ein Problem. Das geht dann auch in den restlichen Verkehr. Flugzeuge, die Airlines bekommen alle Geld. Sie brauchen es, weil sonst sind sie kaputt. Aber sie sollen ein Konzept vorlegen, wie Flüge unter 400 Kilometer gestrichen werden. Das sagen sie, das sind die sehr teuren Flüge, das sind die sehr emissionsintensiven Flüge. Und da höre ich dann, ja, das sind ja nur Umsteigflüge. Okay, wenn man in Innsbruck landen will und in Wien weiterfliegen will, muss es halt vom Flughafen einen Elektrobus geben, der nach Wien fährt, statt dem Verbindungsflugzeug. So angenehm war das gar nicht, von einem Flugzeug ins andere umzusteigen und dann also wiederum eine halbe Stunde zu warten, Angst zu haben, dass das Flugzeug vielleicht schon weg ist, wenn man gelandet ist. Da muss halt auch der Flug mit Bahn ein gemeinsames Konzept geben. Und damit wir nicht nur über Sachen reden, die die Konsumenten, ja, da möchte ich auch noch zwei Sachen sagen, der Konsument muss wissen, was ihn früher oder später erfahrt. Wer heute ein Dieselauto kauft, muss wissen, dass er mit diesem Auto in 5 Jahren nicht mehr in den Städten fahren darf. Außer wir verzichten auf alle Klimasachen, aber darf nicht mehr in den Städten fahren. Und er kann es auch nicht mehr verkaufen, weil wer kauft dann noch ein Auto, von dem er weiß, dass er nicht mehr in den Städten fahren darf. Aber das muss man ihm heute sagen. Wenn heute jemand mit seinem ersparten Geld, wieder um die sozialen Schichten besonders, ein Auto kauft und dann in 5 Jahren nicht mehr dafür fahren, dann fühlt er sich betrogen. Dann wird er ein Wutbürger. Der sagt, das hat man mir damals aber nicht gesagt. Und das ist selbstverständlich so. Genauso, wenn wir heute, wenn ich das Wort leistbares Wohnen höre, schlagen 2 Herzen in meiner Brust. Das eine ist, ja, Wohnen muss leistbar sein, ist ein Grundrecht, alle brauchen eine Wohnung, größere Wohnung in Corona-Zeiten, damit man zu Hause auch mit den Kindern gemeinsam am Laptop sitzen kann. Aber man muss auch wissen, wenn das eine schlecht geheizte Wohnung oder Haus ist, dann muss ich hohe Umrüstungskosten in den nächsten Jahren haben und die Gesamtkosten aus den billigen Anschaffungen und der Nutzung sind also höher, als wenn ich von vornherein etwas kaufe. Ich muss wissen, dass ich, wenn ich heute ein Haus kaufe, das mit Öl geheizt ist, dass ich irgendwann die Umstellung damit machen muss in den nächsten Wochen oder Monaten. Es sollte eine Verpflichtung geben, bei jedem Neubau eine Photovoltaik am Dach zu haben oder ein Gutachten zu haben, warum das nicht geht. Es gibt schon Lagen, wo es nicht geht. Und dann, ob nicht der Nachbar einen mit dieser Energie versorgen kann, also Nachbarschaftshilfe. Das sind alles Sachen, die man heute machen muss, damit wir morgen nicht Wutbürger haben können. Und da hätte ich noch mehr Beispiele, aber ich höre, ich habe genug gesagt. Das Wichtige ist, wir haben große Probleme,
Wir können sie lösen, aber nur, wenn wir sie alle zusammen sehen. Nicht, wenn wir Silo-Strategie einmal das Problem A, am nächsten Tag das Problem B und sich dann wundern, dass das Gesamtergebnis nicht vorhanden ist. Danke, Herr Professor Karl Eiginger. Ich gebe weiter an Martina Prechtl-Grundnick von den Erneuerbaren Energien. Danke, danke für die Einladung. Es geht um sehr viel. Es geht darum, dass wir das fossile Zeitalter hinter uns lassen müssen. Daran führt kein Weg vorbei. Deshalb hat sich auch die Bundesregierung im Regierungsübereinkommen zu Recht das Ziel gesetzt, Klimaneutralität bis 2040. Das heißt, wir müssen auch in Österreich unsere Energieversorgung umstellen. Dem Energiebereich kommt eine sehr große Rolle zu im Zusammenhang mit Klimaschutz. Wir haben in Österreich die glückliche Situation, dass wir im Strombereich jetzt bereits 70% Erneuerbare zur Verfügung stellen, aber den Rest, auch das braucht noch enorme Anstrengungen. Im Wärmebereich wird es etwas schwieriger, da sind wir noch zu 60%, fußen wir dann noch auf den Fossilen. Hier geht es darum, einerseits auch den Verbrauch massiv zu reduzieren und dann eben das Verbleibende auch umzustellen auf Erneuerbare. Und der Verkehrsbereich ist natürlich der andere große Sektor, den wir in Richtung Klimaneutralität umzustellen haben. Wenn wir das nicht tun, dann wird es, und wenn wir es nicht schnell tun und entschlossen tun, dann wird es richtig teuer. Es wird nicht nur deswegen richtig teuer, weil die Fossilen ein knappes, zu Ende gehendes Gut sind, das so natürlich auch teurer werden wird. Es ist so, dass wir jetzt bereits, sieht es in Österreich so aus, dass wir 9 Milliarden Euro jährlich abfließen lassen durch den Import fossiler, die eben uns hier verloren gehen. Es ist so, dass Fossile nach wie vor nicht gleich behandelt werden mit den Erneuerbaren. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass es jährlich Unterstützungen, Begünstigungen gibt im Ausmaß von 4,5 Milliarden Euro für Fossile. Und wir diskutieren immer nur über die Förderungen für die Erneuerbaren. Also hier gibt es eine große Intransparenz noch und eine große Ungerechtigkeit, die zu beheben ist. Ganz zu schweigen davon, dass niemand von den ganzen Folgekosten spricht, die durch die Fossilen verursacht werden und die nicht verursachungsgerecht zugeordnet werden. Auch hier eine große Ungerechtigkeit, eine große Intransparenz. Wir haben zu Recht uns Verpflichtungen auferlegt, dass wir Klimaschutz betreiben, dass wir Ziele erreichen. Auch hier drohen bis 2030 bei Zielverfehlung bis zu 9 Milliarden Euro, die wir an Strafzahlungen dann zu leisten haben. Und jeder sagt auch immer von den Experten, dass jeder jetzt investierte Euro die Umstellung unseres Systems hin in eine klimafreundliche, klimaneutrale Zukunft viel günstiger ist, als wenn wir damit noch zuwarten. Es wird immer teurer. Das ist die schlechte Nachricht. Und die gute Nachricht ist aber, es gibt die Lösungen. Wir können unser Energiesystem umstellen. Eben wie gesagt, in Österreich geht es um 27 Terawattstunden, die wir im Strombereich bis 2030 noch dazu ausbauen möchten auf Basis von Erneuerbaren. Wir müssen unsere Bemühungen im Bereich der Sanierung zum Beispiel massiv erhöhen, dass wir den Wärmebereich im Raumwärmebereich halbieren können, also wirklich radikale Schritte schaffen können. Das gehört dann umgestellt eben vom Fossil auf erneuerbare Ressourcen und wir müssen unseren Verkehr umstellen. Und die gute Nachricht dabei ist, das bringt enorm viele Benefits auch für die Wirtschaft. Es ist einerseits, dass wir unsere Energieversorgung absichern, jetzt für die Bevölkerung, aber auch für die Wirtschaft. Das heißt, wir sichern langfristig unseren Wirtschaftsstandort ab, ohne dass wir uns dabei abhängig machen, sondern wir schaffen uns Unabhängigkeit, wir schaffen uns auch Preisstabilität und ganz nebenbei werden auch Arbeitsplätze geschaffen, werden Investitionen getätigt. Wir haben eine Untersuchung, eine aktuelle vorliegen, die zeigt, dass alleine durch die Ziele des Erneuerbaren Ausbaugesetzes 30 Milliarden an Euro investiert werden, dass das 100.000 Arbeitsplätze schaffen kann. Im Bereich der Umstellung des Raumwärmebereiches gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass dort auch jährlich 5 Milliarden Euro investiert werden müssen, dass der Beschäftigungszuwachs dort 2,5% jährlich betragen kann,
dass nebenbei sich die Bevölkerung auch etwas einsparen kann an Energiekosten durch Sanierungen. Also es gibt auch eine ganze Reihe von positiven Effekten, die diese rasche, entschlossene, zügige Umstellung unseres Energiesystems mit sich bringt. Was braucht es dazu? Es braucht Mut, Entschlossenheit, Geschwindigkeit, Klarheit. Und das ist insbesondere auch für die Wirtschaft wichtig. Die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, die ganz klar vorgeben, wir gehen hierhin, das ist unser Ziel, das ist unser Zielpfad, das müssen wir erreichen und wir schaffen die Rahmenbedingungen dafür, weil irgendwelche schwammigen Kompromisse auf dem Weg dorthin schaffen nur Unsicherheit, falsche Investitionsanreize und führen eben dazu, dass man Anreize gibt, wenn man jetzt damit fossile Investitionen anreizt, in Stranded Investments. Und das ist dringend zu vermeiden. Daher braucht es jetzt einfach Entschlossenheit, klare Zielvorgaben, klare Zielpfade und das Ganze schnell. Dankeschön, Martina Brechtl-Grundnick. Ich gebe das Wort an Wolfgang Pointner. Danke. Also ich möchte kurz darüber sprechen, welche Rolle die Finanzmärkte bei der Bewältigung dieser Klimaherausforderungen oder gar der Klimakrise machen können. Und es ist zum einen natürlich die Finanzierung dieser Umstellung zu einer dekarbonisierten Wirtschaft. Die EU-Kommission rechnet beispielsweise damit, dass wir hier etwa bis 2030 alleine pro Jahr in der EU 260 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionsausgaben brauchen werden. Diese relativ große Summe muss natürlich irgendwie finanziert werden und das ist auch eine Aufgabe, die der Finanzsektor stemmen soll, weil hier nicht alles an den öffentlichen Kassen hängen bleiben kann. Gleichzeitig muss der Finanzsektor mehr und mehr auch dazu übergehen, die Risiken, die sich aus dem Klimawandel für Finanzinstitute ergeben können, einzupreisen und dazu muss er diese Risiken erst einmal versuchen zu identifizieren, zu messen und dann auch in das Risikomanagement von Banken, Versicherungen oder Investmentfonds zu integrieren. Hier sind wir noch vor einer großen Herausforderung. Es gab in den letzten Jahren einige Initiativen, auch hier in Österreich. Die Bundesregierung hat beispielsweise eine Focal Group Green Finance eingerichtet, bei der auch das Risikomanagement für Klimarisiken ein wichtiges Thema war. Wir sehen aber auch aus Umfragen, dass viele Finanzinstitute im Moment noch diese Risiken recht gering einschätzen oder sich auch noch nicht sehr intensiv darum bemühen, diese Risiken zu messen. Und das ist ein Problem, weil man eben nur Risiken managen kann, die man auch vorher gemessen hat. Wenn diese Risiken nicht in der Messung vorkommen, dann wird es auch im Risikomanagement keine Parameter geben, wie man diese Risiken adressieren könnte. Und hier gibt es eben große Herausforderungen, derer sich auch die Aufsichtsbehörden bewusst sind. Wir haben einerseits gesehen, letztes Jahr beispielsweise, dass die Finanzmarktaufsicht hier in Österreich einen Leitfaden veröffentlicht hat, wo sie den Finanzinstituten Empfehlungen an die Hand gegeben hat, wie diese Risiken besser adressiert werden könnten. Die EZB hat beispielsweise auch eine Guideline veröffentlicht, wo sie klar erklärt, wie sie sich vorstellt, dass Banken und andere Finanzinstitute mit Klimarisiken umgehen. Entschuldigung. Und auch andere Aufsichtsbehörden sind hier aktiv. Wir haben beispielsweise gesehen, dass in den Niederlanden bereits ein Klimastresstest durchgeführt wurde und die EZB hat auch angekündigt, dass sie im kommenden Jahr einen solchen für die Banken, die signifikanten Banken des Euroraums plant. Alle diese Risiken sollen eben besser gemanagt werden und das stellt uns vor eine andere Herausforderung. Nämlich der Klimawandel ist ein Ereignis, das ja noch in der Zukunft steht, also der Großteil zumindest davon. Wir sehen zwar natürlich auch jetzt schon erste Auswüchse des Klimawandels, aber die wirklich dramatischen Veränderungen dürften noch vor uns liegen. Und deswegen ist es für Risikomanager im Finanzbereich etwas schwieriger, als mit anderen herkömmlichen Risiken umzugehen, weil wir hier keine empirische Datenbasis haben. Was wir deswegen verwenden sollen, sind sogenannte Szenarioanalysen und da gibt es auch schon einige Modelle, die international bekannt gemacht wurden. Das ist zum einen die Arbeiten der sogenannten Task Force for Climate-Related Financial Disclosure, die vom ehemaligen New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg gechaired wird. Und auch es gibt ein Netzwerk von Notenbanken und Aufsichtsbehörden, das sogenannte Network for Greening the Financial System, NGFS. Dort hat man eben genau solche Szenarien entwickelt. Und das bringt mich genau zu den Forderungen des Klimavolksbegehrens, weil diese Szenarioanalysen zeigen sehr deutlich, wenn wir jetzt
sofort heute, dieses Jahr beginnen, Maßnahmen einzuleiten, um die Klimakrise zu, also um der Klimakrise vorzubeugen, um hier Mitigating und Adapting Investitionen zu tätigen, dann befinden wir uns auf einem Pfad, wo die Finanzmarktakteure, aber auch andere Unternehmen sich klar darauf einstellen können, welche Anforderungen die Politik an sie richtet. Man hat eine klarere Vorstellung, wie sich die relevanten Preise verändern werden, wenn man eben jetzt damit beginnt. Wenn die Politik hingegen die wertvolle Zeit verstreichen lässt und jetzt noch einmal 5 oder 10 Jahre praktisch nichts tut und einfach Business as usual fortschreibt, dann wird man in 5 oder 10 Jahren viel drastischere Schritte setzen müssen. Man wird viel energischere CO2-Steuern und andere Preise einheben müssen. Und das wird die Wirtschaft auf eine ganz andere Art und Weise sehr disruptiv stören. Und daraus könnten sich dann diverse Verwerfungen bis hin zu Finanzmarktkrisen entwickeln. Und genau diesem Szenario möchten wir und sollten wir vorbeugen, indem eben jetzt gleich die entsprechenden Schritte gesetzt werden. Wir sprechen in diesem Zusammenhang sehr oft von einer CO2-Steuer, aber es ist sehr wichtig zu betonen, die CO2-Steuer ist eine wichtige Maßnahme, sie ist eine notwendige Maßnahme, aber sie ist nicht hinreichend. Wir brauchen ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die alle ineinander spielen müssen. Und die CO2-Steuer ist sicher einer der prominentesten davon, aber wir sollten uns nicht zu sehr darauf fokussieren, denn auch, wie schon angesprochen vorher, es gibt ein großes politisches Problem, wenn wir uns beispielsweise auf ein einzelnes oder sehr wenige Instrumente wie eben diese Steuer verlassen, dann würden wir hier für bestimmte Bevölkerungsschichten, für bestimmte Unternehmen, für bestimmte Haushalte sehr hohe Belastungen erzeugen. Und das könnte eben die politische Akzeptanz dieser Maßnahmen stören. Ich glaube, man muss ja nur daran erinnern, was sich in Frankreich bei einer relativ moderaten CO2-Steuereinführung mit den Gelbwesten abgespielt hat. Und solche Szenarien sollten wir auf jeden Fall auch versuchen zu vermeiden. Deshalb ist es eben wichtig, dass es hier zusätzliche Maßnahmen gibt, wie zum Beispiel die Förderung von Forschung in diesem Bereich, damit auch zusätzlich neue Formen von Energiegewinnung entstehen können, die uns erlauben, unsere Klimaziele rechtzeitig und korrekt zu erfüllen. Abschließend möchte ich vielleicht noch einen Punkt aufgreifen, der schon angesprochen wurde. Und das ist diese Frage des internationalen Wettbewerbs und der Belastungen, die sich aus solchen Maßnahmen ergeben. Wir haben gesehen, im Jahr 2009 gab es einen Klimagipfel in Kopenhagen, der de facto zu keinem wirklichen Ergebnis geführt hat. Und der Grund dafür war, dass die Teilnehmer sich nicht einigen konnten, welche Maßnahmen gesetzt werden sollten, verpflichtend für alle Staaten, weil eine gewisse Staatengruppe eben meinte, sie würden diese Maßnahmen nicht umsetzen können, weil das ihre Unternehmen zu sehr belastet. Und die anderen Staaten dann sagten, naja, wenn ihr das nicht macht, dann machen wir das auch nicht, denn das wäre ja ein Nachteil für unsere Unternehmen. Und so kam es eben zu keiner Einigung. 8, 9 Jahre später, als der damalige amerikanische Präsident Trump angekündigt hat, aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen zu wollen, hat das niemanden mehr dazu motiviert, aus Vorteilen für die eigene Unternehmerschaft oder für die eigenen Betriebe ebenfalls diesem Schritt zu folgen, oder fast niemanden, wenn man von den Brasilianern absieht. Aber beispielsweise große Wirtschaftsblöcke oder Länder wie die EU oder China haben klar signalisiert, die Dekarbonisierung ist die Wirtschaft der Zukunft. Wenn die Amerikaner sich davon verabschieden und hier ihre eigene Wirtschaft einem Wettbewerbsnachteil aussetzen, ist es ihr Problem, be my guest. Aber wir werden sicher nicht von diesen Zielen abweichen. Und deswegen sollte man auf jeden Fall diese Dekarbonisierung und die dafür notwendigen Maßnahmen nicht als Belastung für die Wirtschaft sehen, sondern einfach als die Wirtschaft der Zukunft. Und wie der Professor Eigner vorher gesagt hat, wer dabei ist, schafft sich auch selber große Wettbewerbsvorteile dadurch. Danke, Wolfgang Pointner. Ich will das jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen, weil ich habe das Gefühl, da sind ganz wichtige Dinge gefallen. Zuerst mal der Risikobericht des Weltwirtschaftsforums sieht Umweltfolgen und Klimakrisenfolgen als unter den Top 5 Plätzen der wahrscheinlichsten Gefahren für die Welt, für die Weltwirtschaft. Das Weltwirtschaftsforum ist jetzt nicht der Hub der progressivsten, sondern es ist einfach nur eine kalte und klare Darstellung dessen, wo wir uns hinbegeben, wenn wir nichts tun.
Die volkswirtschaftlichen Kosten, die laut der Cost of Inaction-Studie anfallen, die Martina Brechtl-Grundnick schon erwähnt hat, derweil zahlen wir 2 Milliarden Euro für Schadenskosten, 1 Milliarde Euro für Anpassungskosten. Diese 3 Milliarden Euro werden auf 14 Milliarden steigen bis zum Jahr 2050 und das jährlich. Warum wir diese Milliarden nicht jetzt verwenden, um richtig umzusteuern, um eben diese Vorteile zu nutzen, die wir jetzt gerade gehört haben, ist mir ein Rätsel. Verfehlt Österreich außerdem die EU-Klimaziele, dann kommen auch noch Milliarden an Zertifikatskosten auf uns zu. Allerdings können wir uns diese Kosten auch sparen und gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen. Je nach Studie werden im Bereich der Erneuerbaren bis zu 100.000 neue Arbeitsplätze anfallen. Im Bereich der Sanierung bis zu 130.000 Arbeitsplätzen. Das ist jetzt in einer Phase der Rekordarbeitslosigkeit doch eine wahnsinnig gute Aussicht. Ich weiß nicht, warum wir nicht mit positiven Bildern der Zukunft vorangehen können, investieren können, umsteuern können und eben diese Wettbewerbsvorteile nutzen. Wir sind nämlich bereits unter den Nachzüglern. Um Österreich zum Klimaschutz Vorreiter zu machen, müssen jetzt mutige und konkrete Schritte gesetzt werden. Das gibt auch Planungssicherheit, die Unternehmen, die Wirtschaft, die der Finanzsektor dringend brauchen. Und ich finde es so interessant, weil gerade als junge Frau, die zwar einen wissenschaftlichen Background hat, aber doch im Klimaaktivismus jetzt sehr lange gearbeitet hat, ich kann mich noch an meine ersten Podiumsdiskussionen erinnern, wo ich immer gegen WirtschaftsvertreterInnen hingesetzt wurde, gegen UnternehmerInnen und Unternehmer, weil eben gesagt wurde, das kostet zu viel, das bringt uns keine Arbeitsplätze. Diese Argumente sind einfach schon lange hinfällig. Jetzt sitze ich hier mit Finanzspezialisten, mit WirtschaftsforscherInnen, mit VertreterInnen der erneuerbaren Energien und kann nur unterstreichen, dass nicht handeln wird teuer. Nicht das Handeln wird teuer, das wird uns auch was kosten, aber da kriegen wir doppelt, wenn nicht dreifach an Gewinn zurück im Gesundheitsbereich, weil die Bevölkerung gesunder ist. Wir schützen und unterstützen unsere Lebensgrundlage damit und schaffen Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung. Das ist ein großer, großer Vorteil. Jetzt ist allerdings die Regierung am Zug, diese geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen, um Wirtschafts- und Arbeitsmarkt mit Hilfe von Klimaschutzmaßnahmen aus der Krise zu holen und vor einer weiteren und noch größeren Krise zu schützen. Das geht allerdings nur mit einem Paukenschlag für den grünen Strukturwandel. Das Klimavolksbegehren liefert dafür die nötige Vorlage mit unseren Forderungen, die alle Bereiche von Mobilität über Energie, über Wärme und Strom bis hin zu den übergeordneten Forderungen einer ökosozialen Steuerreform, der Abschaffung klimaschädigender Subventionen und eben dieser langfristigen Planung, wie Österreich klimaneutral werden kann, mit geeigneten Maßnahmen unterstreicht. Wir brauchen jetzt eben konkrete Pläne. Wir brauchen umfangreiche Maßnahmen, keine allgemeinen Versprechen und Bekenntnisse. Denn von den allgemeinen Versprechen und Bekenntnissen haben wir schon genug. Es gab mal, ich glaube, Arnold Schwarzenegger hat das gesagt, we are far on promises but short on actions. Also wir haben so viele Versprechen, alle überbieten sich mit ihrem Klimaneutralitätszeitpunkt. Manche wollen es 2050 schaffen, manche 2040 wie Österreich, manche 2030. Aber das bringt nichts, wenn wir jetzt nicht starten. Klimaneutralität 2040 bedeutet jetzt zu beginnen. Und wir werden sehen, ob Österreich dem gewachsen ist, ob eine Regierung, die das Beste aus beiden Welten versprach und die eine Welt war davon Klima, nicht nur eine Regierung ist, die das Beste aus einer Welt bringt. Ich appelliere hiermit noch einmal wirklich von ganzem Herzen mit 400.000 Unterschriften quasi hinter mir, aber auch mit ganz vielen Österreicherinnen und Österreichern, die bei unserer Umfrage gezeigt haben, dass Klimaschutz jetzt notwendig ist, mit Expertinnen und Experten an die Abgeordneten für den 9.3. hier die ersten Schritte in einem nationalen Schulterschluss zu setzen. Danke, dass Sie bei der Pressekonferenz dabei waren. Danke Ihnen für Ihre Statements. Wir öffnen jetzt für Fragen und ich gebe weiter an meine Kollegin Brigitte. Es gibt tatsächlich keine Fragen im Chat. Das heißt, ich würde Sie bitten, Ihre Kameras und Ihre Mikrofone einzuschalten.
Wir werden immer 2 bis 3 Fragen bündeln. Ich würde Sie bitten, zu sagen, an wen Sie die Fragen stellen. Wenn es Schwierigkeiten gibt, miteinander, untereinander abzustimmen, wer fragen darf, dann heben Sie bitte die Hand. Sonst vertraue ich Ihnen auch, dass Sie das selber ausmachen können, aber ich schaue, ob ich moderieren muss. Vielen Dank. Sie können übrigens auch weiterhin schriftliche Fragen im Chat stellen, falls das mit der Kamera und dem Audio nicht funktioniert. Dann wird sie meine Kollegin Brigitte natürlich auch gerne vorlesen. Das ist immer nicht so einfach in der Zeit der virtuellen Kommunikation, da bei Pressekonferenzen zu interagieren. Noch immer keine Fragen? Die Fragen kommen bei denen nicht die Technologie nicht. Ich hätte eine kurze Frage. Können Sie mich hören? Ja. Super, perfekt. Clara Lehner von der APA. Meine Frage wäre eigentlich nur, was Ihre Erwartungen für die finale Ausschusssitzung nächste Woche sind. Ob Sie da zuversichtlich sind oder weil ja jetzt quasi das Klimathema von der Corona-Krise mehr oder weniger ziemlich überschattet worden ist. Und jetzt wollte ich eigentlich nur fragen, wie Ihre Wartungen da ausschauen. An Frau Rogenhofer wäre meine Frage. Ja, danke schön. Danke für die Frage. Also wir sind eigentlich relativ positiv gestimmt insofern, als dass sich eben 4 von 5 im Nationalrat vertretenen Parteien eigentlich dazu bekannt haben, einen gemeinsamen Antrag durchzubringen. Das ist schon mal ein riesiger erster Schritt, weil eben so viele Volksbegehren dann doch unter dem Teppich verschwunden sind. Wir müssen aber anerkennen, dass eben eine Wiederholung von allgemeinen Formulierungen aus dem Regierungsprogramm natürlich nicht wahnsinnig hilfreich sind, weil da sind keine konkreten Zeitläufe drinnen, da sind keine konkreten Ziele drinnen und wir sind jetzt schon so viel weiter, dass wir diese Konkretisierung bräuchten. Und da muss ich sagen, da habe ich noch ein bisschen Angst davor, ob wir eben in der allgemeinen Formulierung stecken bleiben oder ob sich die Parteien wirklich einigen können, da konkrete, mutige Maßnahmen reinzuschreiben und deswegen auch die Pressekonferenz als Appell, das wirklich zu tun. Ich bin jetzt mal grundpositiv gestimmt, aber wir werden am 9.3. sehen, was dabei rauskommt. Danke. Dankeschön. Lohmeier von der Presse, ich habe eine Frage an den Professor Eiginger. Welche Sektoren in der Wirtschaft sehen Sie denn besonders gefordert in der Klimapolitik oder in der Umsetzung einer Klimapolitik vielmehr? Danke. Ich glaube, es sind alle Sektoren gefordert, jeder vielleicht ein bisschen anders. Ich beginne einmal mit den Sektoren, den Sie vielleicht nicht denken, an die Konsumenten. Auch wir müssen uns anders verhalten als bisher. Wir müssen daran denken, dass unsere Emissionen einen Teil der Wirklichkeit sind, dass wir in unserer Wohnung, in unserem Haus etwas ändern können, dass wir bei unserem Verhalten etwas ändern können. Das Homeoffice ist eine Änderung, die uns wahrscheinlich bleiben wird, nicht alle 5 Tage, aber vielleicht die Notwendigkeit, jeden Tag mit einem Auto durch eine Stauung zu einer Firma zu fahren, ist vorbei und das sollten jetzt alle eingesehen haben. Also man muss manchmal in die Firma kommen, man muss sich manchmal auch persönlich sehen können, aber es muss nicht jeden Tag sein und das ist ein Vorteil für andere. Aber gehen wir auf den Verkehrssektor. Der Verkehrssektor ist sicher einer der Dinge. Es ist schon klar, also ich glaube, man muss den Leuten sagen, die Firmen wissen das teilweise, in 5 Jahren darf man mit Diesel nicht mehr, wenn wir jetzt in Österreich sind, innerhalb des Gürtels fahren. Und das werden auch Gerichte einmal einklagen, wenn sie sagen, also die Schadstoffbelastung ist zu groß. Das wird auch der Gesundheitssektor, die Ärzte hoffentlich bald einmal so sagen, dass also die Lebenserwartung sinkt dadurch, durch die hohen Emissionen, die wir haben. Es muss auch der Staat einsehen, es müsste eine Regelung geben, dass Hauszustellungen nur noch elektrisch stattfinden können. Bei meinem Haus kommt 5-mal im Tag jemand angefahren von den Zeitungen, die ausgeteilt werden, in der Früh, wo ich sehr happy bin, bis also zur Normalpost, zur Paketpost, Amazon und das Essen geliefert. Und das sind
9 von 10 Mal jemand. Das kann man regeln. Und auch Taxi dürfen nur noch elektrisch sein. Dienstwegen dürfen nur noch elektrische angeschafft werden. Das sind alles Regelungen, mit denen wir das machen können. In der Industrie möchte ich sagen, dass die Firmen, die hohe CO2-Emissionen haben, das auch sehr gut wissen und auch selbst daran arbeiten. Gerade das sind die Firmen, die zum Beispiel in Amerika, die sind, die die Umstellungskonzepte haben, die auch wie Trump das Klimaabkommen gekündigt hat, gesagt, wir machen trotzdem weiter und sich Partner in der Finanz oder beim Bürgermeister irgendwie gesucht und gesagt, wir machen da weiter. Also es hat jeder sein Schärfchen zu tragen. Es ist nicht etwas, wo man sagen, ich brauche nichts machen, weil ich bin ohnehin relativ klimaneutral. Jeder kann da einen Teil machen und man kann ja auch positiv, klimapositiv sein. In dem Sinn, das ist das Gegenteil, wo wir uns positiv freuen heutzutage. Oma sagte, es gibt auch ein Passivhaus. Es gibt auch die Möglichkeit, den Nachbar auszustatten mit der Überschussenergie, die ich selber habe. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und wieder der Staat. Dienstwegen sollten nur noch elektrisch sein. Bei jedem Parkplatz muss verpflichtend eine Elektro-Tankstelle gemacht werden, so dass das Argument, ich kann ja nicht laden, wiederum wegfällt. Tankstellen müssen selbstverständlich umbauen, dass sie so mindestens ein paar Elektro-Tankstellen. Das sind alles Veränderungen. Es muss jeder bei sich nachdenken, was kann er machen. Es muss jeder mit seinen Kunden kommunizieren. Klimapolitik muss kommuniziert sein, sonst wird sie nicht getragen. Da sind wir auch bei den Gelbwesten. Wenn man nur sagt, ich verteuere das Benzin, dann sind die Pendler die Ersten, die sagen, die das nicht machen oder die das Auto gerade gekauft haben, weil sie geglaubt haben, ist es besonders günstig, das machen. Wenn man kommuniziert, also es wird jeder mehr bekommen. Vorteile davon, wenn die ärmeren Schichten sich ein Auto kaufen, bekommen sie einen sehr großen Ökobonus bei der Einkommensteuerreform. Da wissen wir, dass etwas geschehen kann und geschehen muss. Ja, wie soll denn das geschehen? Also jetzt gibt es ja zwei Wege. Das eine ist, man schafft Incentives, die also Anreize liefern eben, oder man sagt, wir verbieten Dinge. Wir verbieten, dass Dieselautos ab einem gewissen Datum in die Innenstädte fahren, etc. etc. Wie sehen Sie denn die Verteilung gewissermaßen zwischen Incentives einerseits und Verboten, Geboten andererseits? Incentives sind das Erste und die kann man dann machen, wenn man genügend Zeit hat. Bepreisung ist auch noch kein Verbot, sondern auch ein marktwirtschaftliches Instrument und da sowohl über den CO2-Preis als auch über andere Preise, über Emissionshandel und Ähnliches. Wenn man es zu spät macht, dann kommen die Verbote. Die Verbote sind dort entstanden, wo man gesagt hat, also es stinkt wirklich enorm und man kann nicht mehr atmen. Die Krankheiten sind also beziehungsweise beweisbar, da muss ich etwas machen. Also der in welchen Bereichen ist es denn zu spät, Ihres Erachtens? Jetzt aus ökonomischer Sicht. Ja, ich glaube schon beim Verkehr in den Innenstädten, dass hier etwas mit Regelungen passieren kann. Es gibt auch schon in 30 Städten teilweise Verbote, regional befristet oder zeitlich befristet, wo es machen kann. Beim Verkehrssektor haben wir uns sehr, sehr lange spielen lassen und gesagt, also es genügt ohnehin, wenn der Diesel etwas billiger wird, sauberer wird und das genügt ohnehin. Habe ich von einer grünen Stadträtin gehört, grün war sie dadurch nicht, dass sie gesagt hat, die Dieselbusse, ich kaufe jetzt wenige Elektrobusse, die wir haben, wieder um Dieselbusse, weil die Firmen haben ja versprochen, die sind 80% günstiger. Da habe ich gesagt, ja, 80% günstiger als Fieldreck ist also auch nicht die richtige Linie. Also da müssen wir wissen, dass dieser Umstieg stattfinden muss. Besser sind Anreize und Steuern, die aber wiederum in einer ökosozialen Steuerreform wiederum zurückgegeben werden sollen. Für niedrige Einkommen sogar mehr als 100%. Da sage ich ihm, es muss 120% sein, die Rückgabe. Also der Ökobonus muss auch sozial sein, damit man alle Schichten damit
hineinbekommen. Und da ist es nicht zu spät. Wenn Firmen, muss man sagen, die Emissionen müssen in diese Regelung, am Anfang auch wiederum mit Meldepflichten, die Firmen geben noch immer nicht ihr CO2-Budget bekannt. Das wäre sowohl für die Finanzanlagen notwendig, als auch für die Kontrolle. Und dann kann man das in die Richtung gehen. Also ich bin der Letzte, der etwas verbieten will, aber wenn wir lange nicht handeln, dann ist das notwendig. Das war genau meine Botschaft. Besser ist der Vorreiter, weil der kann sagen, das ist mein Ziel. Ich halte das Klimaabkommen eigentlich total super, zu sagen, es muss Erwärmung unter 2 Grad und sucht euch alle aus, jedes Land, mit welcher Strategie das stattfindet. Genauso kann es dann die Regierung in einem Land machen. Also das ist die Richtlinie, Senkung und so. Man soll sich selber, die Firmen sollen sich selber überlegen, wie das am besten geht. Und wie gesagt, ich glaube, dass mehr österreichische Firmen profitieren würden, wenn wir zurückkehren würden von unserer Langsamspur auf eine Vorreiterposition. Dann sind es unsere Betriebe, die vorzeitig agieren können, ihre Investitionen umstellen können und nicht zwangsweise verpflichtet werden, als wenn es dann zu spät ist. Nur um das ganz kurz in Perspektive zu setzen vielleicht, weil vom Verkehrssektor die Rede war, in Österreich haben wir es ja seit 1990 nicht geschafft, unsere Emissionen zu reduzieren, nämlich gar nicht. Damit landen wir unter den 5 Letztplatzierten in der EU. Und dazu hat auch am meisten der Verkehrssektor beigetragen. Also was wir in Raumwärme geschafft haben und in den anderen Bereichen, das wurde vom Verkehrssektor quasi im negativen Sinne wettgemacht. Das heißt, hier zu einer Mobilitätswende beizutragen durch Anreizsysteme, aber eben auch durch Gesetze und gesetzmäßigen Ausbau und Förderung von eben zum Beispiel öffentlichem Verkehr, ist sicher einer der wichtigsten Punkte. Und ich glaube auch, und da will ich das, was Karl Eigeninger gesagt hat, unterstreichen, es gibt auf allen Ebenen was zu tun. Viele Sachen sind sicher Entscheidung des Einzelnen, der Einzelnen. Aber irgendwo stoßen wir auch an unsere Grenzen, weil ich als Einzelne entscheide nicht, wohin ein Zug fährt oder wohin ein Bus fährt. Ich als Einzelne entscheide nicht, wie die Finanzrichtlinien sind und in was investiert werden muss. Hier muss auch die Politik eben gute Rahmenbedingungen setzen und sicherlich auch bis zu einem gewissen Grad eben in manchen Bereichen, wo es jetzt quasi schon brenzlig wird, mit Verboten arbeiten. Ich glaube aber, dass es auch Kipppunkte gibt innerhalb der Wirtschaft, die hier beitragen können, Dinge schneller voranzutreiben, so wie es in den erneuerbaren Energien ja zum Beispiel so ist, dass ohne Förderungen, die wir leider noch haben, also wir haben ja klimaschädigende Förderungen oder Förderungen auf Kohle etc., ohne diesen Förderungen würde überall global gesehen erneuerbare Energien schon billiger werden. Also wir müssen nur darüber nachdenken, das Falsche unterlassen, die richtigen Steuern anwenden, einige Incentives schaffen und sicher an manchen Stellen auch Verbote einführen. Ja, ich möchte. Geht das? Ja, bitte. Ich würde gerne noch einen Punkt zur Diskussion stellen, Reinhold Christian, Forum Wissenschaft und Umwelt, nämlich zu überlegen, aus dem Eigenerschen Viereck allenfalls ein Fünfeck zu machen. Es gibt einen weiteren großen Problemsektor, die Biodiversität. Und es wird oft ein Widerspruch zwischen Biodiversitätsschutz und Klimaschutz argumentiert. Es gibt dafür ein Beispiel, das meines Erachtens zu bewältigen ist, aber die Frage richtet sich natürlich an die Vertreterin des Volksbegehrens und an die Experten, nämlich den Zwiespalt Naturschutz und Klimaschutz oder eben Biodiversität und Klimaschutz in der Form, dass erneuerbare Energieträger, wenn sie halt gewonnen werden, wo es nur geht, im Allgemeinen die Biodiversität reduzieren werden. Im Regierungsprogramm steht diesbezüglich, dass sich der Ausbau der Erneuerbaren an strengen ökologischen Kriterien orientieren wird. Im Paragraph 10 des Erneuerbaren Ausbaugesetzentwurfs findet man dazu aus unserer Sicht viel zu wenig, zum Beispiel keinerlei Kriterien für die Windkraft. Wie soll dieser Konflikt vermieden werden? Wie sollen die Erneuerbaren auch biodiversitätserhaltend und naturverträglich ausgebaut werden? Gibt es dazu Potenzialüberlegungen zum Beispiel?
Ich wurde gerade angesehen, wird so empfunden, dass die Frage sich an mich richtet. Ja, Biodiversitätsschutz, bitte. Ja, gerne. Und Klimaschutz müssen natürlich Hand in Hand gehen. Ich glaube, es liegt auch auf der Hand, dass Klimaschutz und Biodiversitätsschutz zusammengehören. Es geht um unsere Lebensgrundlage. Ja, und es braucht irgendwie für die Umsetzung von Projekten, braucht es ja mehrere Ebenen, wie wir wissen. Das eine ist eben der Bund, und auf Bundesebene hat man jetzt schon im Entwurf des EAGs auch versucht, noch weitere ökologische Kriterien einzuführen. Und es gibt die Bundesländer und es gibt Genehmigungsverfahren, die nach gewissen Gesetzesmaterien funktionieren. Und auch hier wird irgendwie laufend das weiterentwickelt und angepasst an das, wie eben die Entwicklungen sind, wie eben Genehmigungsprozedere für Energieproduktion zu erfolgen hat, damit eben entsprechend auch der Biodiversitätsschutz dem Rechnung getragen werden kann. Also es braucht einfach ein Zusammenspiel auch auf allen Ebenen. Ich würde aber sagen, dass eben wirklich, wir haben eine gewisse Genehmigungspraxis auch in Österreich, die sich immer wieder auch weiterentwickelt, die ja immer wieder auch diesbezügliche Erkenntnisse aufnimmt. Und ja. Und ich glaube, wenn ich das ergänzen darf, die großen Herausforderungen im Biodiversitätsschutz ist ja, dass der größte Artenverlust wird derweil angetrieben durch Habitatsverlust. Und Habitatsverlust ist großteils durch die Abholzung von Wäldern, durch Versiegelung von Böden. Österreich ist noch immer Weltmeister in der Versiegelung von Flächen. Also in solchen Bereichen muss man sicher noch viel mehr machen. Also auch was internationalen Markt betrifft, was betrifft, wie wir wirtschaften, wie wir anbauen, von wo, also quasi welche Flächen wir neu versiegeln, für was wir Flächen benutzen. Und natürlich sind da erneuerbare Energien ein Teil davon. Und da muss man sich ganz genau anschauen, wo welche Projekte stattfinden können. Aber ich glaube, wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass Kohlekraftwerke, dass die Verbrennung von fossilen Energien immer mehr zu einer an sich zu einer Gefahr für die Biodiversität wird und eben dieser Flächenverbrauch zusätzlich dazukommt. Und insofern muss man sich auf diesen ganzen Dimensionen überlegen, wie man gegen das Artensterben, gegen die Biodiversitätskrise vorgibt, weil da gebe ich Ihnen recht, das ist die nächste große Krise nach der Klimakrise, die auf uns zukommt. Und deswegen diese Krisen zusammenzudenken, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ich glaube, da müssen wir uns aber eben übergeordnet nicht nur anschauen, wo werden Windräder gebaut, sondern insgesamt, wo wird was gebaut, was wird versiegelt, was wird abgeholzt. Also da gibt es ja ganz viele Themen, die hier unbedingt mit einbezogen werden müssen in jeglicher Klimaüberlegung. Ich hätte noch eine letzte Frage, wenn dafür noch Zeit ist, ich bin mir nicht sicher. Gerne. An den Herrn Aiginger, und zwar, weil Sie vorhin von den Konsumenten gesprochen haben. Mich würde eigentlich nur interessieren, ob Sie vielleicht ein paar Beispiele für ganz konkrete Maßnahmen nennen können, die die Politik setzen kann, um das Verhalten des Einzelnen zu beeinflussen, beziehungsweise Konsumenten dazu zu bringen, sich klimafreundlicher zu verhalten. Was kann die Politik da konkret tun? Danke. Da sage ich einmal, das beginnt in der Schule, wo man lernen muss, dass man ein Klimabudget hat und was man also hier machen kann, was einen sowohl bei dem eigenen Verhalten als auch für die Gesamtheit. Das beginnt bei den Nahrungsmitteln. Wir können also bedenkenlos Nahrungsmittel aus irgendeinem Land kaufen, ohne zu achten, welche Transportwege es gegangen ist und welche, ob die Landwirtschaft ökologisch war oder nicht. Und zu lernen, welche Labels es gibt und welche nicht, also dass man sich erkennen kann, dass man weiß, dass Zucker neben Rauschgift die beiden Probleme sind, wegen denen die Lebenserwartung in den USA sinkt. In den USA sind das erste entwickelte Land, das es geschafft hat, eine sinkende Lebenserwartung wegen Opioide und wegen der Dicklichkeit.
das beginnt bei dem, was man in der Schule mitnimmt, wo wir reden, Lehrerinnen, Eltern und was hier für Nahrungsmittel stattfinden. Und ob Zucker in einer Werte überall draufstehen müssen und ähnliche Warnungen geben kann, wie bei anderen Sachen, also die in den Verordnungen drinnen steht, wo Lebensmittel gekennzeichnet sein müssen. In einem Gasthaus muss ein ABCD stehen für bestimmte Inhaltsstoffe, aber es gibt keines für Zucker. Das sind alles Sachen, wo wir selbst beginnen können, natürlich auch beim Verkehr. Und da muss ich auch sagen, also auch über die Autogröße muss man reden. Jeder ist stolz, wenn er ein sehr großes Auto hat, wenn er ein sehr PS-starkes Auto hat und das braucht er nicht unbedingt. Also wenn mir jemand sagt, ich habe ein Auto, das fährt also 220 Stundenkilometer, dann sage ich, na und wo fährst du damit? Dann ist er so still, dann bin ich ein Autofan, weil ich sage, also, das kann man nie verwenden. Ich habe viel Verständnis, wenn man mit Kindern also in den Wienerwald fahren will und so weiter und dazu nicht immer die öffentlichen Verkehrsmittel findet, die es macht, aber man muss das nicht mit einem 200 PS Auto machen. Da könnte auch die öffentliche Hand etwas machen. Ich muss auch dann noch einmal, vielleicht nicht so deutlich gesagt, die Firmen sind da viel klüger als der Staat zum Beispiel. Die größten Fehler, so viel ich sehe, macht der Staat und das wirkt natürlich hinein. Wenn in den Schulen, in den Kindergärten nicht darüber geredet wird, dass die Nahrung ein wichtiger Teil des Wohlbefindens und der Lebenserwartung ist, dann ist das ein Problem. Und das sehen wir dann auch bei den österreichischen, in Österreich leben 13- und 14-Jährigen, sie werden immer dicker und dicker und das ist unter anderem eine Folge der Ernährung und vor allem also der Getränke, die sie mit haben. Also ein zuckerhaltiges Getränk ist fast ein Muss an der Schule und Ähnliches. Das sind Möglichkeiten, wo wir selber umdenken. Jeder hat andere Sünden, wo muss man mal sozusagen. Daher kann ich nicht sagen, also welche sind die Dinge. Da sind viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, die Firmen denken mehr voraus, glaube ich schon, als der Staat. Noch immer Subventionen zu haben für klimaschädliches Verhalten, ist ein Witz. Darüber sprechen wir seit 10, 15 Jahren. Es steht auch wiederum in jeder Regierungserklärung drin, aber geschehen ist noch nichts, während es Anfangserfolge bei der Nova oder sonst in dieser Region gibt, bei dieser Frage gibt es das noch. Die klimaschädlichen Investitionen, die müssen innerhalb von 3 Jahren abgebaut sein, da gibt es überhaupt keine Frage. Und die darunter leiden, weil sie dann das nächste Mal mehr zahlen, besonders die sozial Schwachen, müssen 120% entlastet werden. Dann gibt es auch die Zustimmung dazu, wenn man weiß, dass das nicht irgendjemand diktiert und jemand beschwindelt, der im besten Wissen und Gewissen etwas gekauft hat, dann muss das sein. Also das ist das Verhalten, das immer im eigenen Bereich Dienst und habe ich ja auch schon gesprochen. Und Steuerreform, ja, sie muss kommen, sie muss bald kommen, die ökosoziale Steuerreform. Ich habe schon 3 Regierungen bei Steuerreformen beraten in den letzten 20 Jahren. Sie haben immer mit der ökosozialen Steuerreform begonnen und haben am Schluss nichts gemacht. Und der Grund dahinter sind wieder Lobbyingkräfte, die dafür sind. Jedes im Prinzip für eine ökosoziale Steuerreform. Wenn es aber dann irgendwo geht, dann ist es auf einmal nicht. Also ich habe mit einem ÖGB-Präsidenten gesprochen und der hat mir theoretisch völlig zugestimmt. Die ersten 10 Wortmeldungen waren ja die Betriebsräte von 10 Kapitalien in 7 Firmen, die gesagt haben, unsere Beschäftigten würden sehr stark zurückgenommen. Nein, das ist nicht der Fall. Wir können Beschäftigung gewinnen und wir gewinnen Lebenserwartung, indem wir diese Reformen machen. Also ökosoziale Steuerreform sehr schnell, Bewusstseinsänderungen, Schule, Kindergarten, Medien und das Verhalten. Und geht dann auch weiter in die Einkaufsgewohnheiten der Firmen, also Lieferkettenverantwortung. Jede Firma ist verantwortlich, wo sie produzieren lässt. Ja, es können und müssen nicht alle nur Vorprodukte aus Österreich, das wäre eine Rieseninflation, wenn man das verlangen würde, aber zu wissen, wo es produziert wird und unter jenen Liefermöglichkeiten jene auszusuchen, die also sozial und ökologisch arbeitet, ist auch eine Verantwortung einer Firma. Und ich sehe hier bei den Firmen viel mehr Umdenken. Wir sehen auch in dem Trump'schen Amerika, was hier für ein Schaden entstanden ist, dass 4 Jahre eine andere Politik gemacht wurde.
Während dieser 4 Jahre wurden neue Bohrungen gemacht, von Öl bis zu den Horizontalbohrungen. Die stehen jetzt leer. Das sind jetzt Ruinen unter den Städten. Sie sind nicht explodiert, wie manche Angst gehabt haben, aber sie stehen jetzt als Ruinen vorhanden und niemand schüttet sie zu, weil dafür ist wiederum niemand verantwortlich. Danke. Ich glaube, das würde ich gerne noch damit ergänzen, dass ich glaube, dass es eben ganz viel gibt, was der Staat machen könnte, um eben Entscheidungen zu erleichtern. Man sieht bei den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel, wenn ich günstiger und leichter von A nach B komme mit den Öffis, dann steigen die Leute um automatisch. Da braucht man gar nichts mehr anderes. Aber dazu müssen die Verbindungen existieren. Dazu muss der öffentliche Verkehr leistbar sein. Und auch das angesprochene Einkaufen, ich glaube, das wäre ein großer Hebel. Aber ich habe das Gefühl, man braucht schon einen Uni-Abschluss dafür zu durchschauen, wo die Sachen herkommen. Oder ich habe schon allein das Gefühl, ich kann manchmal nicht vergleichen, ob eine Tomate von dort klimafreundlicher ist als eine Tomate von den Niederlanden, die dafür im Glashaus gewachsen ist. Also da braucht es einfach ganz klare Bezeichnungen, ganz klare Zertifikate, damit man sich überhaupt dafür entscheiden kann. Und es braucht eben auch Lenkungsmaßnahmen. Und die Steuerreform, die angesprochene, die würde eben so eine Lenkungsmaßnahme sein, weil sie zeigt mit einem Preis, dieses Produkt hat mehr CO2 verursacht als das andere Produkt. Und im Vergleich macht es auch dann klimafreundliche Produkte im besten Fall günstiger und leistbarer. Und dann muss man natürlich auch vielleicht an manchen Stellen mit Förderungen arbeiten, aber dabei machen wir ja die Förderungen in die vollkommen falsche Richtung mit unseren klimaschädigenden Subventionen. Also wenn man all diese Sachen anpassen würde und an diesen Stellschrauben schraubt, dann kann man auch überhaupt die Menschen dazu ermächtigen, klimafreundlich zu handeln, weil jetzt ist oft klimafreundliches Handeln das kompliziertere, das schwerere und das teurere. Und dann wundert es mich nicht, dass die meisten Leute sich nicht dazu entscheiden. Und all diese Punkte, die ein Staat machen kann und die auch in den Forderungen des Klimavolksbegehrens drinnen sind, machen es eben möglich, klimafreundliches Verhalten in die Bevölkerung zu bringen. Dankeschön. Ja, ich habe noch eine Frage. Bin ich zu hören? Ja. Super. Monika Slog von der Kooperationsredaktion der Kirchenzeitungen. Es war viel von E-Mobilität die Rede. Meine Frage ist einfach, kann man wirklich schon so stark auf E-Mobilität setzen, bevor das große Problem der Rohstoffe, die man dafür braucht, gelöst ist? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage wäre jetzt, es war immer wieder von klimaschädigenden Subventionen die Rede. Was sind momentan die klimaschädlichsten Subventionen in Österreich? Danke. Dankeschön. Ich fange gleich gerne mit der Frage über E-Mobilität an und dann können gerne alle, die über Subventionen reden, noch einspringen. Danke für die Frage. Ich glaube, es ist immer wichtig zu sagen, in einer klimafreundlichen Welt geht es, glaube ich, nicht darum, 1:1 alle Verbrennungsmotoren, die wir jetzt haben, mit Elektroautos zu ersetzen. Also individuelle Mobilität braucht einfach wahnsinnig viele Ressourcen. Wir fahren im Schnitt mit 1,2 Personen pro Auto herum. Und Autos sind auch in den meisten Fällen nicht Fahrzeuge, sondern Stehzeuge, weil sie 90% der Zeit einfach herumstehen. Das heißt, es wird nicht nur um die Frage des Antriebs gehen und da ist eben auch die Frage natürlich des Abbaus für die seltenen Erden, für Batterien. Allerdings wird jetzt auch schon an eben Batterien oder Akkus geforscht, die weniger oder gar keine seltenen Erden brauchen. Da braucht es noch ganz viel Forschung. Aber ich glaube, den ersten Schritt, den wir machen müssen, ist, so viele Menschen wie möglich mit so wenig Ressourcen wie möglich zu transportieren. Und das geht eben gut über öffentlichen Verkehr. Gerade in Städten sollte es möglich sein, eigentlich mehr oder weniger ohne individuelle Mobilität herumzukommen. Dann muss es gute Verbindungen zwischen Städten geben, zwischen den regionalen Zentren, die öffentlich schneller sind als mit dem Auto im besten Fall. Und ich glaube, es wird auch noch Platz für die E-Mobilität geben, eben gerade was Busse betrifft oder was die letzte Meile betrifft. Aber hier kann man zum Beispiel eben auf Sammeltaxis setzen, auf Carsharing, wo eben ein Auto von mehreren Menschen benutzt wird und nicht nur von einer Familie. Also da braucht es, glaube ich, ein ganzes umfassendes Umdenken im Verkehrsbereich. Und da gebe ich natürlich recht, und das hat auch mit der Frage zur Biodiversität vorher zu tun. Wir müssen unseren Ressourcenverbrauch ein bisschen zurückfahren. Und das heißt eben auch, effizient mit unseren Ressourcen umzugehen und nicht 1:1 jedes Auto, das wir jetzt haben, mit einem anderen Antrieb auszustatten.
Zu den Subventionen vielleicht Karl Eigeninger. Ich kann nur sagen, die letzte Studie, die es gab, war vom WIFO, die beziffert das auf bis zu 4,7 Milliarden klimaschädigende Subventionen. Da fallen verschiedene Posten drunter. Es ist auch nicht alles eingerechnet, aber vielleicht kann der Karl Eigeninger dazu mehr sagen. Ich habe nicht vor, das WIFO da nachzurechnen. Es ist ein sehr breiter Bereich von Sachen, die nicht besteuert sind oder die weniger besteuert. Das Dieselprivileg ist also eines der deutlichsten, wo man den Treibstoff, der wahrscheinlich am schädlichsten ist in der seiner Gesamtbilanz, auch noch begünstigt. Und da gibt es dann also Pendlerpauschalen, die teilweise nicht gebunden sind an ökologische Kriterien, und landwirtschaftliche Subventionen sind auch sehr stark. Also das wäre überhaupt ein Teil, über den man auch noch reden muss, also was in der Landwirtschaft alles passiert, was wir hier alles subventionieren, was also dann teilweise auch sehr hohe Emissionen hat und negativ ist auch für die Biodiversität. Aber ich möchte zum Elektroauto, weil das so oft gebracht wird. Also natürlich hat jede neue Technologie auch Probleme. Und genauso die Umweltprobleme fürs Elektroauto in der ersten Generation waren auch nicht unerheblich. Aber die Verbesserungen sind da mit ungeheurer Geschwindigkeit. Also die Batterien werden immer effizienter, sie halten länger. Sie bekommen heute eine 8-Jahres-Garantie. Bekommen Sie auf Ihren Dieselmotor eine 8-Jahres-Garantie, dass der nach 8 Jahren funktioniert? Und nach Verendigung des Verbrauchers kann sie weiterverwendet werden. Vielleicht nicht unbedingt im Auto, aber jedenfalls als Speichermedium für Sonnenenergie oder für Windenergie. Also die verwendet. Natürlich kann das noch besser werden und das Auto kleiner. Bevor ich es verbiete, sage ich, es kann jetzt die Hälfte so groß sein und erfüllt alles, was wir von diesem Auto wollen, als in der Stadt, in der Geschwindigkeit und bei den erlaubten Höchstgeschwindigkeiten in unserem Autobahnsystem. Also natürlich aufpassen, immer besser, immer weniger werden, schauen auch unter welchen Bedingungen sie abgebaut werden und so weiter. Aber der Vergleich mit dem Benzinauto, wo es an der Ölquelle, von der Ölquelle bis zum Transport, den Tankern und dann in vielen Unglücken passiert, also wir wissen alle nicht, was bei Israel passiert ist, aber irgendwas ist dort passiert und es wird verschwiegen. Bitte ein bisschen von der richtigen Kritik an den noch nicht ökologischen Auto des Elektroautos also auch dafür zu verwenden. Es ist eine neue Technologie, sie ist besser als die alte, sie muss in der Nutzung vom Verbrauch optimiert werden, sie muss von den Firmen optimiert werden, es ist hier viel unterwegs und man muss auch das Auto nicht kaufen, also Leihen, Sharing statt Bayern ist sicher auch eine Zukunftsding und ist eigentlich auch, wenn man es macht, ganz angenehm. Ich brauche ja wirklich das Stehzeug. Zumindest sagen wir es einmal so, die 2 Stehzeuge, die die Durchschnittsfamilie, vielleicht die reichere Durchschnittsfamilie, die bürgerliche, Vorbezirkner, die 2 Stehzeuge sind sicher nicht notwendig. Also manchmal braucht man 2, manchmal möchte eine einkaufen gehen und andere mit den Kindern etwas machen oder so weiter. Aber das, für diese paar Dinge kann man sich ein Elektrotaxi oder ein Sharing oder sonst irgendwas machen. Und das ist auch zum öffentlichen Verkehr. Er muss natürlich ausgebaut werden. Aber letztendlich kommt es auch darauf an, was nachher passiert. Ich kann nicht in jede Vorstadt, in der Gott sei Dank oder leider je nach Verbrauch des Flächenverbrauchs, also Argument, also die Busse die ganze Nacht fahren lassen. Ich wohne in einem Vorort, der ist voll in der Früh, wenn die Kinder in die Schule fahren, leer den ganzen übrigen Tag. Jetzt zu verlangen, dass der alle 10 Minuten fährt, ist nicht möglich. Sammeltaxis haben wir im Bezirk diskutiert. Ganz schwer, auch das zu organisieren oder zumindest gelingt es da nicht. Also wir müssen mit den neuen Sachen auch lernen und das hat viele Dimensionen. Das heißt, es braucht nicht so groß sein, es braucht nicht so viele sein. Man kann also Service statt also kaufen machen und die letzte Meile ist dann die wichtigste. Und man muss auch, wie gesagt, es sind auch Amazon ist also sehr angenehm in dem Sinn, dass er einen alles nach Hause bringt. Aber auf der anderen Seite kann das auch ökologisiert werden, muss nicht mit einem großen Benzin oder Fossilen hergebracht. Wir alle müssen uns ändern, der Staat muss sich ändern. Firmen müssen sich ändern und ich sage es mit einer gewissen Skepsis, die Firmen sind eigentlich oft am weitesten dabei, dass sie wissen, wie groß die Änderungen sein müssen. Sie wenden es dann nicht alle auf einmal an, aber sie sind gut. Aber wir müssen auch etwas beitragen.
Danke. Gibt es noch Fragen? Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich für die rege Diskussion, die vielen Fragen. Danke, dass Sie bis zum Schluss geblieben sind. Ja, und wir sind gespannt auf den 9.3., auf die Ausschusssitzung. Danke auch nochmal an alle ExpertInnen, die Statements abgegeben haben. Schön, dass Sie da waren. Hiermit beende ich unsere Pressekonferenz. Danke.